Meine Fresse, wieso schaffe ich Feigling es nicht, Jill die Wahrheit zu sagen? Dass mir überhaupt nicht warm gewesen ist, sondern mein verficktes Herz ausgesetzt hat. Warum muss es gerade jetzt passieren? Schönen guten Tag. Einen schönen guten Tag. Was riecht dich da? Was riecht dich da? Oh, Pancakes? Ja, natürlich. Oh. Hm. Du bist so eine Maschine. Ich weiß. Sogar mit Früchten und so. Hm. Oh. Ich hab doch vom Besten gelernt, wie Pancakes gehen, Mensch. Stimmt, nach deinem, ist mein Rezept? Nach deinem Rezept. Ist mein Rezept. Klar. Oh. Ich hab an alles gedacht. Ein paar Erdbeeren. Oh. Du hast so das Grüne mitgegessen gerade? War das noch dran? Guten Morgen. Nicht für dich. Ey, musst du nicht zu deinem Termin, Digga? Mein Termin? Hannes meint das Medientechnik-Seminar. Ich hab das voll vergessen. Da muss ich hin. Ach, scheiße, jetzt kann ich dann auch gar nicht das. Ich kann die Pancakes dann gar nicht mit dir essen. Ja, ich hab gedacht, du hast heute frei. Dachte ich auch, ich hab das vergessen, das Seminar. Wirklich. Deswegen. Ich mach mich kurz fertig, ja, und dann. Super. Soll ich dich bei dem Termin bei der Kardiologie begleiten, oder? Pass mal auf, es ist mir ziemlich egal, ob du mich begleitest oder nicht. Was ich mir von dir wünschen würde als bester Freund, ist, dass du mal dicht hältst. Vor allem von Jill. Okay, kannst du mir den Gefallen tun? Ja. Danke. Meine Fresse, Hannes ist so ein scheiß Idiot. Wenn wir nicht aufpassen, erfährt Jill doch safe davon, dass mein Herz kaputt ist. Und ich will sie damit auf gar keinen Fall belasten. Kannst du mir eigentlich mal sagen, ob du dich schlecht dabei fühlst, Julie jetzt mal anzulügen, dir irgendwelche Ausreden einfallen zu lassen, dass du zu diesem Kontrolltermin gehen kannst? Ja, Kollege, natürlich fühle ich mich schlecht dabei, aber ich müsste sie eigentlich auch nicht anlügen, wenn du nicht jedes Mal so Schoten abziehen würdest wie heute Morgen. Digga, was ist so eine Scheiße, Mann, ernsthaft? Was laber ich für eine Scheiße? Ja, weißt du was, ich hab eine Lösung für dich. Wie da wäre? Wie wär's, wenn du mir einfach mal die Wahrheit sagst? Ja. Ja, dass du eine Herzkrankheit hast. Ja, genau. Junge, was denkst du denn, wie sie es finden wird, wenn sie durch irgendeinen dummen Zufall das einfach mal so rausgeht, dass du schwer krank bist, du Idiot, Mann? Der einzige dumme Zufall, der da wäre, wärst du, weil du auch die einzige Person bist, die es weiß. Ich frag mich sowieso, wie du es geschafft hast, jedes Mal deine Tabletten in der WG zu nehmen. Wir wohnen alle unter einem Dach. Wie schaffst du es denn, dass sie dich mitbekommen? Hör auf jetzt, Alter. Ich werd's dir nicht sagen, fertig aus. Es passt gerade einfach alles perfekt und es soll so bleiben. Ich mach das nicht kaputt. Es passt alles perfekt, du bist schwer krank. Ja, passt ja, perfekt, ich nehm meine scheiß Medikamente, ich gehe zu den Kontrolluntersuchungen, fertig ist. Das kriegt sich schon wieder ein, also nerv nicht. Mit dem eiskalten Bier in der Sonne liegen, dann ins Wasser. Der Beastie Boy, natürlich mal wieder nicht alleine. Was auch. Ja, was machst du denn hier, Alter? Wie, was mache ich hier? Ja, am Campus. Hey. Normalerweise wegen dem Haltkampf lässt sich hier nicht mehr blicken. Ach, was die Sache angeht, ich muss mich noch bei dir entschuldigen. Es tut mir leid. Alles cool. Ich habe um ehrlich zu sein gar keinen Bock mehr über die ganze Geschichte zu reden. Ich will es einfach nur vergessen. Alles gut. Ich bin hier, weil ich ganz gerne meinen Freund Mo überraschen wollte. Er hat ja heute Morgen keine Zeit, um die Pancakes zu essen. Deshalb dachte ich mir, ich nehme sie mit, ich bringe ihm die vorbei, wir machen uns einen schönen Tag und genießen das Wetter. Mir wolltest du auch Pancakes vorbeibringen? Nee. Mhm. Aber du bist eigentlich doch auch an seinem Medientechnik-Seminar, ne? Ich wollte ihn jetzt gerade abholen. Ist es schon früher fertig, oder? Nein, das sind Semesterferien. Wusstest du das nicht? Doch, klar wusste ich, Deswegen, ich habe Mo hier auch nicht gesehen. So, hast du irgendwie was vertickt in deinem Kopf? Wahrscheinlich. Ich hab schon gedacht, warum er überhaupt ein Seminar in den Semesterferien hat. Ja, ich habe wohl was vercheckt, dann... Ja, perfekt. Den kannst du hier lassen, das ist gar kein Problem. Ich bringe den später wieder mit nach Hause. Ja, nee, ich bin der weltbeste Mitbewohner, jetzt kannst du... Nee, kannst du die Pancakes selber machen. Oh, selber nicht so, dö. Hä, das war doch kein Missverständnis. Mo und Hannes haben ganz klar vom Medientechnik-Seminar gesprochen, das angeblich doch nicht ausfallen sollte. Ich komme mir gerade richtig verarscht vor. Hallo, Herr Jomar. Sie müsste ich bitten, bitte rauszugehen.
ich kann ja nicht. Ist okay, kann ja nicht eben. Vielleicht bleiben, ist mein bester Freund. Ja, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn er mal mir zuhört. Also, Sie haben mir anscheinend nicht zugehört. Haben Sie irgendwas umgesetzt von dem, was ich gesagt hatte? Tabletten genommen? Doch, ja. Ja, Sie haben keine Party mehr gemacht? Sie haben nicht mehr getrunken, nicht mehr geraucht? All das haben Sie umgesetzt? Warum habe ich diese Ergebnisse hier? Es ist schlechter geworden. Es ist deutlich schlechter geworden. Wollen Sie auf eine OP raus? Was soll das werden? Nein, will ich nicht. Ich verstehe es nicht. Es geht um Ihr Leben. Ich weiß. Es geht um Ihr Leben. Sie müssen was ändern. Ich weiß. Ich mach's ja nicht. Sie müssen es endlich kapieren. Ja? Verstehen Sie mich? Ich verstehe das. Ich weiß, ich verstehe das. Ich hoff's. Ich muss leider weiter. Vielleicht können Sie mal ein bisschen Einfluss auf ihn nehmen. Das wäre gut. Ich will jetzt einfach, dass du auf die Ärztin hörst. Bitte, Hannes. Ja, sie hat dir genau das gesagt, was ich dir auch die ganze Zeit gesagt habe. Und sie hat einfach recht. Und vielleicht solltest du das auch endlich mal Jill sagen. Weil sie hat die Wahrheit verdient. Sie ist deine Freundin. Was soll sie dazu sagen? Alter, übertreib's jetzt nicht. Nein, Mann, es nervt mich einfach langsam. Tust du mir einen Gefallen und redest jetzt erstmal bitte leiser. Mhm. Ich überleg mir was. Weil ich auch so rumschreie gerade, ne? Hörst du wieder Scheit? Ich überleg mir was und dann guck ich, wie ich ihr das sagen kann. Okay? Mhm. Ich überleg's mir. Ja, überlebe nicht zu lange, ne? Ja, super. Nein, Fresse, Alter, übertreib's nicht. Mach. Na? Hi. Was ist los? Loni? Was geht ab? Gut? Nee, ne? Weil wir waren nämlich nicht in der Uni, ich weiß. Nee, wir waren nicht in der Uni, wir waren... Ja, das hab ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Mich interessiert nur, warum du mich angelogen hast. Ich meine, ich wollte in die Uni gehen, wollte dich überraschen mit einem Picknick, aber wo war ich da? Hannes auch nicht. Genau, sag's mir. Wir waren nicht in der Uni, weil... Ich weiß. Ich war aber... Weil ich mir eine Überraschung überlegt habe für dich. Eine Überraschung? Ja. Eine Überraschung? Ich dachte, weil wir letztens nicht gehen konnten, können wir vielleicht wakeboarden? Zu zweit? Wakeboarden? Mhm. Das ist eine Überraschung? Ja. Klingt gut, oder nicht? Klar klingt das gut. Ja? Ja, okay, dann besser für dich. Glück gehabt. Wirklich mich aber nie wieder an. Egal, nein, Überraschung oder nicht. War für die Überraschung. Ich fertig, okay? Okay, ja. Sag jetzt einfach nichts dazu, okay? Für dein Gewissen gehe ich nicht mit dir wakeboarden, okay? Ich überlege mir, wie ich es dir sage und ich werde es dir sagen. Aber ich mache es auf meine Art. Es wird verdammt schwer, Jill die Wahrheit über meine Herzkrankheit zu sagen. Aber auch wenn Hannes mich damit übertrieben nervt, dann hat er trotzdem recht. Ich muss es Jill sagen, wenn ich nicht noch alles schlimmer machen will. Wir bleiben einfach genau hier stehen, machen es uns hier gemütlich, weil hier ist nicht zu schattig, nicht zu sonnig. Yeah. Wir haben hier unsere Ruhe. Dann machen wir den Tag trotzdem so schön. Alles klar? Sicher? Ja. Ja, komm, lass einfach. So. Dadurch, dass wir so ungestört sind, können wir beide eigentlich tun und lassen, was wir wollen. Okay. Und deshalb, was hältst du davon? Ist ein bisschen warm von der Sonne und von den Kissen tragen. Ich bin kaputt. Dann können wir direkt ins Wasser gehen, ist auch kein Problem. Ich hab. Können wir kurz warten? Können wir auch machen. Kein Problem. Ich hab vorgesorgt. Voll. Kannst du mir den Saft geben, bitte? Ja. Danke. Babe,
wirklich sorry. Ich dachte, hier in der Nähe wäre eine Wakeboard-Anlage. Ich habe das, glaube ich, vertauscht oder so. Deswegen. Alles gut. Ich meine, hier ist auch schön so. Wir haben unsere Ruhe. Wir können unsere Zweisamkeit genießen. Wir können ein bisschen schwimmen. Ist alles gut. Ja? Willst du was essen? Ja. Ist wirklich alles okay? Ja, alles gut. Geht's dir dann besser jetzt ein bisschen? Mhm. Meine Fresse, wieso schaffe ich Feigling es nicht, Jill die Wahrheit zu sagen? Dass mir überhaupt nicht warm gewesen ist, sondern mein verficktes Herz ausgesetzt hat. Warum muss es gerade jetzt passieren? Es ist einfach alles perfekt. Das Wetter ist perfekt. Der Ort ist perfekt. Der Mann ist perfekt. Alles perfekt. Sieht so aus, ja. Okay, Mo, komm. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Wenn nicht jetzt, wann dann? Jill, ich habe eine Herzmuskelfertigung. Und ich muss mich schonen, wenn ich nicht sterben will. Jill? Kann ich dir vielleicht was sagen? Klar. Wenn ich ehrlich bin, dann wollte ich das schon lange tun. Und ich denke, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Okay, warte, bevor du irgendwas sagst, darf ich anfangen? Ich wollte dir auch was sagen. Okay. Guck mal, ich weiß, ich habe dir am Montag schon gesagt, dass ich mich in dich verliebt habe. So, aber ich glaube einfach, das ist mehr. Also ich liebe dich und ich will dich wirklich nicht verlieren. Alles gut? Hat dich das so sehr berührt? Es ist, nein, ich merke halt einfach jeden Tag ein bisschen mehr, wie ich dich lieben lerne. Und das ist schön. Eine Herzensangelegenheit, ne? Mhm. Jetzt ist mir aber warm. Sag dir ehrlich, können wir jetzt ins Wasser gehen? Ja? Ab ins Wasser. Hey. Wir machen jetzt gleich ein Bettschwimmen. Bettschwimmen? Du kannst nicht mal schwimmen. Klar kann ich schwimmen. Nein. Let's go! Kommst du? Aha. Wäre es okay, wenn du kurz draußen wartest? Was? Geh einfach zu ihm und sag die Wahrheit. Wehr dich, aber nicht so. Lass es doch, ich will nicht, dass es so. Was soll ich nicht mitbekommen? Wenn wir ordentlich sind. Da hat die auch noch keine Rückenschmerzen. Nee, komm, lass mal stecken, die Mutter schon. Ja, und dann ist halt auch gar kein Problem. Du kannst mir auch helfen beim Eincremen.